wisst, was das Problem bei Arabern ist, wir gehen nicht zum Arzt. Bei uns zu Hause, meine Mutter sagt immer, egal was du hast, nimm Olivenöl. Mama, ich habe Halsschmerzen, nimm Olivenöl. Mama, mein Auge tut weh, mach Olivenöl rein. Mama, meine Ohren tut weh, mach Olivenöl auch rein. Mama, mein Bein ist gebrochen, yalla, bismillah, Olivenöl. Und das ist das Problem. Und wenn du dann mit deiner Familie sitzt, hat jeder von denen einen besseren Tipp für dich. Ich sitze da, ich fange einmal an zu husten. Mein Onkel guckt mich an. Ah, du bist krank, ja? Hör mal zu. Du nimmst ein Glas Tee. Du machst Honig rein, du trinkst das. Morgen bist du gesund. Meine Tante so, nein, 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 nein. Du nimmst ein Glas Milch. Du machst eine Flasche Honig rein, du trinkst das. Morgen bist du gesund. Mein anderer Onkel muss immer übertreiben. Khalid, die haben alle keine Ahnung. Guck, du nimmst eine Zitrone in die rechte Hand. Du nimmst eine Dattel in die linke Hand. Du suchst einen Zitronenbaum. Du setzt dich 2 Tage unter diesen Baum. Bist du nicht gesund? Falscher Baum. Jalla, such mal andere Baum. Habe ich mir gedacht, scheiß auf dich, ich gehe zum Arzt. Bin ich zum Arzt gegangen, der Arzt will mich abhören mit seinem Stethoskop und rutscht die ganze Zeit weg. Was ist denn das auf deiner Brust? Olivenöl. Olivenöl? Also bei deiner Temperatur können wir glatt ein Spiegelei da drauf braten, mein Freund. Ich so, ha, 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 machst du auch Witze? Und jetzt kommt das Problem. Ich habe den gefragt, so, was hab ich? Jetzt kommt das Problem bei diesem Arzt. Was für Diagnosen soll der stellen? Bei uns Arabern gibt's nur 2 Gründe, warum du krank bist. Entweder Schicksal oder böse Auge. Jemand ist neidisch auf dich, deshalb bist du krank. Und was soll dieser Arzt mir für einen Attest ausstellen? Was schreibt er drauf? Ja, assalamu alaikum, lieber Chef. Khalid kann heute nicht arbeiten, weil Allah wollte es so. Und sein Nachbar ist auch neidisch auf ihn. Er sagt nicht, Masha'Allah, diese Missgeburt. Assalamu alaikum. Kennt ihr das, wenn ihr auf einer Hochzeit seid oder in einem Club und ihr seht jemanden, ja, und ihr seid am Tanzen und ihr seht jemanden, der tanzt so schlecht, dass ihr selber aus dem Takt kommt? Schon mal gesehen? Weißt du, du bist in der Ecke, du machst deine Move, du bist da so. Einer ist in der anderen Ecke 2 Stunden lang nur so. Und dann guckst du den an und der steckt dich an mit seiner Krankheit. Du guckst ihn an, du bist so... Ansteckend. Der hat dich mit etwas angesteckt, was er schlechter macht als du. Dasselbe Phänomen kenne ich aus dem Sportunterricht in der Schule. Wenn wir Fußball gespielt haben, ja, wir haben voll super Fußball gespielt. Ich konnte super Fußball spielen. Ich habe meinen Tricks gemacht, so halb, mach mal so, tak, pow, alles gut. Hat ein Mädchen mitgespielt, keiner konnte mehr Fußball spielen. Warum? Mädchen treten nur. Die kommen so... Du willst deine Tricks machen, die kommt. Ah, verpiss dich! Das beste Beispiel, dass es ansteckend ist, wenn jemand etwas schlechter macht als du, ist, wenn jemand auf dich zukommt, der nicht so gut Deutsch spricht. Sprichst du auf einmal nicht mehr so gut Deutsch? Ja, du kannst Germanistikprofessor sein, du kommst gerade aus der Vorlesung. Ja, ein Bruder kommt auf dich zu, der so, ah, entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen, Mister. Hey, Monsieur, hey. Hey. Salam alaikum. Entschuldigung, Entschuldigung. Arbeitsamt, wo? Dann guckst du den an, du bist gerade aus deiner Vorlesung, auf einmal bist du in diesem Modus. So. Gehst du geradeaus? Zweite rechts, Arbeitsamt.